Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Aus besonderem Anlass senden wir heute aus dem Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Der Gastgeber und Küchenchef Armin Amrain hat vor kurzem ein Kochbuch herausgegeben mit abwechslungsreichen Rezepten rund um die Jahreszeiten. Guten Abend miteinander. Eines von diesen Rezepten wird er uns nachher präsentieren, nämlich grillierte Riesengrevetten mit Fruchtsauce, was sich auch hervorragend als Vorspeise für das Weihnachtsmenü eignet. Uns hat aber natürlich auch interessiert, was ihr daheim an den Festtagen so kocht. Das tue ich ganz spontan entscheiden. Teigwaren mit einer Soße, Pastetli. Oder feine Brote. Vielleicht irgendein Raclette, also eben ein bisschen traditionell. Ein Schinken, einen selber gemachten im Brotteig mit einer ganz rassigen Pfeffersoße und Früchtzwingelung und Salat. Auch das macht euch das Gob, das Planen und Gestalten der Festtage leicht. Mit einem grossen Angebot und günstigen Preisen. Und mit frischen Fertiggerichten, feinen Zutaten und Aperohäppchen. Ob Fleisch- oder Fischgericht, Soßen für Dips, Antipasti-Tauer, Aperogebäck oder die neuen praktischen Aperoteig. Alles ist schon fertig. Nur noch warm machen oder aufbacken, anrichten und geniessen. Alles ist wie selber gemacht, schmeckt auch so und kostet trotzdem weniger, als man denkt. Am einfachsten, die probieren es mal selber aus. Fisch und Meeresfrüchte stehen auch bei uns an den Festtagen immer mehr auf dem Tisch. Seit ein paar Jahren gibt es bei Gob Lachs aus kontrollierter biologischer Fischzucht. Voll im Trend sind aber auch die Shrimps, bei uns eher bekannt als Krevetten oder Garnelen. Stimmt's, Armin? Richtig. Nicht zuletzt, weil man sie so vielseitig kann zubereiten kann. Zum Beispiel als Einlage für eine Suppe. Kombiniert mit Teigwaren. Schön angerichtet in einem Aperoglas mit Cocktailsoße. Crevetten harmonieren hervorragend mit Avocado und sind als Vorspeise immer beliebt. Mein Favorit für die Festtage sind Riesengrevetten an einer Passionsfruchtsauce. Früchte halbieren. Fruchtfleisch mit einem Löffel rausnehmen und ins Pfändchen geben. Zucker und Weisswein beifügen und ca. 5 bis 6 Minuten köcheln. Nach diesen 5 bis 6 Minuten die Soße durch Sieb drücken. Dann mit der Creme fraiche zur gewünschten Konsistenz köcheln. Und dann zum Schluss tun wir sie noch ein bisschen mit Salz und ein bisschen Pfeffer würzen. So. Pfeffer, wie viel brauchst du? Ja, gib mir ein bisschen. Das ist okay, ist gut, danke. Die vorbereiteten Riesengrevetten mit einem Spitzenmesser einstechen und auf Zitronengrasstängel stecken. Mit Salz und Pfeffer würzen, mit Olivenöl bepinseln und auf beiden Seiten saftig grillieren oder braten. Da läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Und so würde ich es präsentieren. Das Rezept findet ihr im Internet und auch im Kochbuch Armin Amrains Jahreszeiten. Danke, Armin. Bei der Zucht von Crevetten werden oft ökologisch wichtige Mangrovenwälder zerstört. Es findet eine Erosion und Versalzung der Böden statt. Und Küstengewässer werden verschmutzt und überdünnt. Als Alternative bieten sich die Bio-Shrimps von Gob Naturaplan an. Sie stammen aus dem ersten weltweit biozertifizierten Betrieb aus Ecuador und Vietnam. Die Garnelen ernähren sich von Pflanzen und kleinen Tieren, die im Wasser leben. Zusätzliches Futter besteht aus biologisch angebautem Reismehl, Soja und Fischmehl. Die Gesundheit der Tiere wird auch durch geringere Haltungsdichte und optimale Wasserqualität erreicht, ohne Antibiotika und andere Medikamente. Im Gegenteil zu der konventionellen Zucht werden bei den Bio-Gob-Crevetten keine Mangrovenwälder abgeholzt, sondern wieder aufgeforstet. Eine erfreuliche Angelegenheit also. Klassiker vom Gob-Festtagsangebot sind weiterhin die beliebten Quick-Spezialitäten, Fleischpasteten, Terrine und Salami von Bell. Und weil viele Konsumenten aus ethischen Gründen und wegen Tierschutz Gänse- und Entenleber ablehnen, verkauft Gob nur noch ungestopfte Gänse- und Entenleberprodukte. Günstige Preise habe ich euch ja auch noch versprochen. Neben zahlreichen Produkten aus dem Festtagsangebot sind bei Gob jetzt zum Beispiel auch alle Glassenrollen und Glassentorten 20% günstiger.
Und das wäre es auch schon für heute. Weitere Ideen für das Festtagsmenü und Tipps von Armin Amrain haben wir für euch in einer Woche. Und mich würde es freuen, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Wiedersehen.